Das Kloster rief und Gregor Gysi kam. Zwar nicht direkt ins Kloster St. Klaren in Weißenfels, aber ins Kulturhaus der Saalestadt. Der Verein des Klosters hatte den Anwalt, Politiker und Rhetoriker am 30. Juni eingeladen. Im Gespräch mit dem Journalisten Jürgen Rummel waren die Bücher des Mitgliedes im Bundestag, aber auch Tages- und Europapolitik die Themen. Über 500 Zuschauer kamen und wohnten diesem Gespräch bei. 50% des Erlöses aus den Eintrittsgeldern gingen an das Kloster St. Klaren. Damit soll die Arbeit des Vereins zur Erhaltung des Klosters unterstützt werden. Auch wir sprachen mit Gregor Gysi. In der kommenden Sendung zeigen wir Ihnen mehr.